Ja Leute, es geht wieder weiter mit Naruto, Ninja Storm 4 natürlich. Und ich hätte gleich mal eine kleine Frage an euch, vielleicht kann mir die irgendjemand bitte beantworten. Man kann ja einen sogenannten Season Pass kaufen, so einen Saisonpass, womit man 3 neue DLCs für dieses Spiel erwerben kann. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich finde irgendwie nicht heraus, wann das rauskommt. Vielleicht weiß das irgendwer. Also da steht irgendwie immer nur, dass das in Zukunft irgendwann mal erscheinen wird, aber ich weiß nicht, ob es da irgendwie schon ein Datum dafür gibt oder nicht. Es gibt 3 DLC-Packs und da sollen neue Kostüme dabei sein und auch neue Szenarios und beim dritten sogar 4 neue Kämpfer sollen da auch noch irgendwie dabei sein beim dritten Damen. Und wenn man sich eben so einen Season Pass kauft, dann kriegt man irgendwie alles zusammen ein bisschen billiger irgendwie. Ich kenne mich damit nicht aus, ich habe bisher in meinem ganzen Leben noch nie so einen Season Pass gekauft. Ich weiß gar nicht mal, wie man das macht. Ich glaube, da muss man über den PSN Store muss man da reingehen und sich das Ding dann so kaufen für das Spiel. Ich glaube, irgendwie so funktioniert das. Aber vielleicht kann man irgendwann in die Kommentare schreiben, ob da irgendwer schon jemand eine Ahnung hat, wann das dann rauskommt, wann das geplant ist. Weil da soll halt dann das Abenteuer noch ein bisschen erweitert werden. Aber einfach, ja, war jetzt einfach mal so eine Frage, die ich in den Raum werfen wollte. Und jetzt haben wir hier bei den 2 unvergleichlichen Kriegern der Weg des Yang, der Kampf mit Hertha Madara erscheint. Ich möchte mich wirklich doch erstmal das machen, weil das sieht auf der Timeline jetzt so aus, als käme das noch vor dem, was es hier unten gibt, zum Schlachtfeld die Macht der Taka. Erstens ist das so eine große Flamme, das muss also wieder eine etwas wichtigere Schlacht sein, wichtigerer Kampf, als das hier oben, weil das ist hier nur so ein kleiner Punkt. Und der kommt ja auch noch vor dem anderen dran, also hoffentlich bringe ich da jetzt nichts durcheinander. Also ich würde jetzt erstmal ganz gerne das machen und dann das darunter. Ich hoffe, das ist für alle okay. So, Zusammenfassung kurz anzeigen. Durch Obito und dessen Dunkelheit motiviert, trotz seiner Bedenken, handelte Kakashi fest entschlossen, setzte den Kampf vor. Dass Madara Uchiha die Quelle all dieses Ungemachs auf dem Schlachtfeld erschien, nahm der Kampf eine neue Dimension an und endlich verstummte auch das Gebrüll der Ghetto-Statue, die dem Zehnschwänzigen als Hülle diente. Mondlicht breitete sich über den geschweigenden Schlachtfeld aus, bis etwas die gespannte Atmosphäre aufriss. Hört sich ja ganz schön heftig an. Also, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal das und dann machen wir hier unten die Macht der Taka. Weil, wie gesagt, für mich sieht das aus, als würde das ein kleines Spielchen später spielen und das wäre dann irgendwie blöd, wenn da schon was passiert, was da vorher noch nicht passiert ist. Das ist irgendwie auch doof. Also machen wir jetzt erstmal das hier und auf geht's. オビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うならお前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺は こっちは楽しそうだな、オビト。奴は内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに なんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ、そいつは返す。あんたのものだ。<笑>死んでた奴が引っかき回す。9尾と8尾は俺が取る。お前は他の2人を相手しろ。 Na, jetzt wird's richtig heftig. Kampfvergaben vernichte Madara. Bonusvoraussetzung, die weiß 15% gesunde Gewinn, das ist scheinbar immer das gleiche. Dann einmal mit dem Ninjutsu von Killer Bee treffen. Führe eine 20-Treffer-Kombo aus und erledige den Feind mit einer Geheimtechnik. Ne? Ich werde mein Bestes geben. Auf geht's! Hey,
果たしてその威勢本物か見せてもらおうか。つなぎよっとやったぶっ飛ばす頭膨らま美獣惑星の戦士力無限つくやみこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。うるせえ、お前の口車には乗らねえ。なるほど、今のお前は木陰すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。それを相手にするにはまだ足りん。マダラは超強い。少しの気も抜くんじゃねえぞ、ナルト。分かってる。くっ、おい、くせうまっ、くせクーポン、予選手裏剣。この感じ、奴に近いものを感じる。それでも俺には届かん。お前は柱間ではないからな。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。お前の犠牲が人類の幸せにつながる。このまま眠るな。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら、ナルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも、俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。オス。オウ。
So, und schon gibt's den zweiten Kampf jetzt gegen Obito. Muss ich jetzt einmal mit dem Ninjutsu von Gai treffen, einmal mit dem Ninjutsu von Naruto und den Feind wieder mit einer Geheimtechnik erledigen. Okay. Obito. ナルトを守ることが未来につながる。それなら。 それが 10秒止めるチャンスになる。よし、このまま追い詰める。あ、あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。撃て。 世界がな。うわっ、なんだ、あれは。もしかして、あれが準備だ。うん、 wieder nur ein Rang B. Na, leck mir doch am Popo, ist mir doch egal. Boah, jetzt ist aber richtig heftig, jetzt ist der Zehnschwänzige aufgetaucht. Mein Gott, ist das eine hässliche Missgeburt, wenn ich das mal so sagen darf. So, ich habe hier wieder ein bisschen Kram bekommen, leider nicht so viel. Kampfergebnisse. Ja, ich habe leider beim ersten Kampf wieder viel zu viel Schaden können, aber so Madara ist schon ein richtig harter Typi, ne? Richtig harter Gegner. Und hier, ja, wieder eine 60% Gesundheit, aber das ging sich zumindest für das eine noch aus. Okay, geschafft ist geschafft, sage ich immer. Alles andere interessiert mich im Moment auch nicht wirklich. Neue Episode freigeschaltet. Jetzt kannst du Gebrüll des Zehnschwänzigen spielen. Dieses Bild. Alter. Jutsu der alliierten Ninja-Streitkräfte. Das sieht heftig aus. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt gerne erstmal hier die Macht der Taka spielen. Nachdem Sasuke den Hokage getroffen seine Antwort erhalten hat, richtete er seinen Blick auf das Schlachtfeld. Weit entfernt entspannte sich ein wütender Kampf, der die ganze Welt erschüttern konnte. Es war an der Zeit, dass auch Sasuke in den Kampf zog. Und genau das werden wir jetzt auch tun.
ほう、ここからの眺めは懐かしいぞ。やっぱサスケか、てめえ。カリン、チャクラ感じたんで、まさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ。カリン、人質に取られるようじゃ足でまといだ。てめえ、絶対許さねえからな。すまなかった。てめえ、そんな言葉許さごときと思っているサメルが、このろくでなし。相変わらずサスケくんに弱そうね、カーリン。あの髪の色から察するに、彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな、俺の妻も。兄じゃ、思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことがある。ん？戦場に向かうのはいい、だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っておる。どういうことですか？足手まといになるならば、おとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか？私たちが、オロチマルとやら、お前はまあいい、他の者が問題なのだ。ならば試してみますか、彼らを。そのつもりだ。うん、ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。わかりました。ではこちらはサスケ君に15、あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が？カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで？バカな、かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。Na jetzt wird's interessant. Vernichte frühere Hokage. Warum steht da immer vernichten? Besiegen wird doch reichen. Ich meine, wir töten die ja nicht. So, mit mehr als 50% Gesundheit gewinnen. Einmal mit dem Ninjutsu von Suigetsu treffen. Einmal mit dem Ninjutsu von Yugo treffen. Führe einen 25-Treffer-Kombo aus und den Geheimfaktor aktivieren. Der wäre mir ja sehr wichtig, wenn ich den aktivieren kann. Hoffentlich schaffe ich das. Und es geht los! Ich so.受けてみな。
どうする？このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。ああ、
想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。待たせたな。いえ、それで結果は？うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上より、しっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える、ナルト。今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。まだな。今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが戦争もこれで最後ぞ。行くぞ。Na, das war doch mal eine Ansage. Bist du wieder nur Rang B? Warum? Kriege ich mir denn so einen Scheißrang? Aha. Achso, ich hätte mir... hätte mir Sterne machen müssen. Hier, ich habe nur 26 von 36, aber den Geheimfaktor konnte ich wenigstens aktivieren. Gesundheit war natürlich auch nicht mehr so viel übrig. Ja, ich sage, ich kann das Spiel einfach nicht. Also nicht so gut, wie ich es eigentlich sollte und wollte. Aber was soll's, geschafft ist geschafft, sage ich immer. Und ein B-Rang ist immer noch besser als ein C-Rang. Also man braucht sich hier keiner beschweren. Wenn du es besser machen könntest, dann ja, schön für euch. Ist mir relativ egal. So. Ich hab... vor allem... Wieso treffe ich denn mit diesen scheiß Jutsus von den anderen Typen nie? Ich verstehe das nicht. Einmal mit dem Jutsu von Suigetsu treffen, mit dem Jutsu von Yugo treffen. Ich habe die gerufen, aber die Deppen, die treffen einfach nicht. Oder muss ich da selber noch was machen? Keine Ahnung. Und ne 25 Treffer kommen habe ich auch nicht geschafft, weil ich keine Ahnung, was ich da alles drücken muss. Es ging sich irgendwie nicht so knapp, nicht ganz aus. Ich glaube, ich hatte 20 Treffer oder so, aber 25 ist sich irgendwie nicht ausgegangen. Ne? Dann leck mir doch am Arsch. Ha, und tatsächlich tut sich da rechts drüben doch noch nichts auf, weil ich dann wohl tatsächlich erstmal noch das Gebrüll des Zehnschwänzigen machen muss. Jutsu der alliierten Ninja-Streitkräfte. Aber Leute, das natürlich dann erst im nächsten spannenden Part von Naruto Shippuden Anime Ninja Storm 4. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Und immer schön fleißig Naruto zocken. Ciao.